Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic. Und ich bin wieder der Captain. Might and Magic 2 übrigens. Und warum ich jetzt gleich hier wieder loslege, ist, weil ich entsprechend immer noch nicht dieses Red Ticket dort ordentlich einlösen konnte. Und ich will es jetzt nochmal probieren mit der Hilfe der Fountains, die hier draußen sind, die mir hoffentlich einen guten Level und Level 15, das ist noch besser, geben. Rein in die Stadt und jetzt noch Cast Protection from Magic war 25% und Cast Protection from, wo haben wir es? Elements, da haben wir es, 2,5. Okay, haben wir 35 und 25% nochmal dazu. Das sollte uns helfen. Und hoffentlich, also ich meine, besser kann ich es jetzt nicht machen. Mehr als Level 15 kann ich jetzt nicht werden. Also, es geht einfach jetzt nicht, ne? Swarming Wasps, die waren, die habe ich doch schon mal gemacht, ne? Okay. Attack. Und sie fangen natürlich an. Wenn die natürlich anfangen, dann bringt das nichts. Dann hauen die mich runter, bevor irgendwas passiert. Also ich muss, glaube ich, wirklich noch einen Geschwindigkeitsdrink einnehmen. Okay, das funktioniert so nicht. Komm, tötet alles. Komm. Und wir dürfen nochmal neu anfangen. Alles klar. Gut, also gehen wir nochmal raus. Versuchen, so. Und dann muss ich halt noch ein, haben wir jetzt? Genau, Accuracy. Und dann muss ich halt noch einen komischen Geschwindigkeits- noch zu mir nehmen. Level 6, Mann. 1. Level 14 können wir nehmen. Und yep. Und dann nochmal in die Taverne. Und in der Taverne hieß es mit B have a drink, dass ich, mit was geht nochmal die Geschwindigkeit hoch? Mit gar nichts hier. Mit gar nichts hier. Okay. Mit überhaupt nichts. Na gut. Dann haben wir halt nur einen Tipp. Und was sagt der Bartender? Goblets 07. Okay, das haben wir schon. Das kennen wir schon. Danke. Also, dann, ja, dann geht's nicht anders. Dann muss ich es nochmal so probieren. Vielleicht habe ich ja auch echt nochmal Glück. Es kann ja nicht sein, dass es beim allerersten Mal funktioniert und danach gar nicht mehr. Ich meine, es war zwar auch knapp und schwierig, aber so dermaßen gescheitert wie jetzt die letzten Male jetzt hier. Also bin ich... Was soll das denn jetzt? Nein. Run. Was soll denn das? Ich will doch...
Ach, jetzt ist das weg wieder. Okay. Nochmal holen die Levels und alles. Yes. Yes. Ha, Level 1, danke. Du hast uns zu Level 1 geschrumpft. Level 9. Level 13 ist auch ausreichend. Gut. Damit habe ich nämlich 4 Schläge. Zurück. Und jetzt nochmal gucken. So. Achso, ich muss natürlich wieder meinen Cast machen. Protection. Und Cast machen. Protection from Elements. Ah, Levitate. Forces. Protection from magic. Ja. Na gut, okay. Habe ich halt den Levitate jetzt auch noch. Okay. Gut. Swarming Wasps. Gegen die brauche ich gar nicht kämpfen. Ist das Ticket jetzt eigentlich weg? Oh, tatsächlich. Das Ticket ist weg dann. Das habe ich dann gekauft und dann ist es weg. Mhm. Okay, jetzt bin ich wieder niedrig. Jetzt haben wir wieder Strangler. Und die sind auch vor mir dran. Ich würde sagen, ich muss noch weiter wachsen, um diese Red-Tickets zu machen. Also die gelben sind ja gut schon. Da muss ich halt erstmal grün und gelb machen. Gut. Also, ich glaube, die Lektion habe ich gelernt. Also, die roten, das ist echt Ausnahme. Ob ich jetzt die anderen Tickets... Mal gucken, ich habe jetzt die anderen Tickets ja auch hier drin. Er nimmt immer die vorderen zuerst, ne? Ja, komm, hau mich jetzt um und dann bin ich weg. Na komm, hau mich doch einfach weg jetzt. Komm, Tempo, Ende. Alles klar, gut. So, dann lassen wir's. Dann machen wir es halt jetzt anders. Dann sorgen wir jetzt erstmal dafür, dass wir mit den Green und mit den Yellow Tickets überall zurechtkommen. Also die Red Tickets, die können wir jetzt mal erstmal irgendwie ganz nach hinten legen. 5 und das Ticket da. Und 5 und das Ticket da. Und genau, jetzt haben wir sie alle erstmal rübergepackt. 4 Tickets plus das auf dem letzten. Und dann gehe ich jetzt erstmal nochmal hier. Nochmal, was haben wir hier für Specials heute? Nix. Dann haben wir... kaufen wir noch 2 Green Tickets. Also einmal für das Kolosseum und einmal für das letzte. So. So. Und dann müssen wir jetzt einfach noch mal hier durchs Portal gehen. Und jetzt bin ich wo? Jetzt bin ich wieder in Sansobar. Und in Sansobar löse ich jetzt erstmal ein
grünes Ticket ein. Phantasm. Und die kann ich locker weghauen. Man kann ja sogar der. Können alle sogar weghauen. Alles klar. Gut. Nein. Ach, jetzt habe ich das grüne Ticket hier abgegeben. Okay, gut. Dann machen wir das so. Gut, Conjurers machen wir euch weg. Kriegen wir 500 Gold. Nein, jetzt. Ach, jetzt habe ich das gelbe. Guardian. Ah, der ist langsamer als ich. Das ist gut. Das könnte sein, dass das vielleicht klappt. Okay, gut. Attacken wir mal den. Mhm, nochmal. 36. Boba Fett. 35. Garibaldi nicht getroffen. Und, du kannst jetzt hier. Und erstaunlicherweise funktioniert das jetzt hier schon wieder nicht, ne? Also, dass hier die Zauber nicht angezeigt werden, ne? Muss ich mir die Zauberliste nochmal raussuchen? Wobei ich eigentlich denke, der Guardian könnte. Super. Der ist gegen alles Mögliche wieder immun, ne? Was macht der denn da eigentlich für einen Spezialangriff? Was macht der für einen Spezialangriff hier eigentlich? Okay, ich würde sagen, du machst ein Schild. 1, 4, 5. Ein Schild. Du hilfst erstmal, indem du uns ein Schild gibst. So. Und Dr. Watson kann uns allen. Ist er auch gegen Acid immun? Ja, der ist gegen alles Mögliche immun. Und Dr. Watson kann uns selber. Blessen. Das mindestens mal. Oder. Weaken machen wir wieder. 2-7. Weaken. Müsste klappen, oder? Is weakened, is not affected. Okay, zwei Stück sind geweakened. Okay. Okay, hat zumindest schon mal so funktioniert. Okay, eins, zwei, einer ist weg. Gut. Jetzt Boba Fett. 31. Dann kann Garibaldi wieder nur schießen. Okay. Bosch. Not affected, not affected, not affected, not affected. Ist klar. Und Dr. Watson muss seine Zauberkräfte einsetzen, um die Heilung auszusprechen. Und er ist down. Okay, gut. Ich glaube, das war's dann im Prinzip schon wieder. Ja, der Heiler ist weg. Han Solo muss eine Heilung auf Dr. Watson machen, sonst ist er tot. Boba Fett schießt auf den. Garibaldi kann angreifen. Bosch kann halt gar nichts machen. Das ist halt das Doofe irgendwie. Denn noch irgendwas, was der vielleicht machen kann. Der Magier.
Invisibility nochmal. 3-3. Komm, dann machen wir 3-3. Machen wir uns nochmal unsichtbar. Okay. Und Watson heilt sich selbst. Garibaldi ist down. Zwei sind down jetzt. Okay, Han Solo kann noch angreifen. Aber ich muss einen zurückholen, sonst sind beide gleich weg, ne? Cast. Und du musst Garibaldi zurückholen. Und du schießt auf den. Jawohl, einen weniger. Garibaldi Attack. Komm, nochmal Blitze. Nein, klappt, geht nicht durch. Dr. Watson, Heilung auf Steve Austin. Jetzt ist der down und alle bis auf Han Solo. Super. Super, super geil, super geil. Cast 1-4. Dr. Watson. Cast. Kannst du uns hier rausbringen? Time Distortion 4.6. Nein, kann uns nicht rausbringen. Damit sind wir jetzt weg. Und damit bin ich auch gleich wieder super. Einen, alles klar. Killed, 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 killed. Und so viel zum Thema, wenn man nicht aufpasst und diese Red-Tickets drin hat, ne? Ja, wunderbar. Damit sind wir wieder in Middlegate. Da hatte ich noch mal das letzte Mal gespeichert gehabt. Okay, gut. Dann fangen wir noch mal an. Hatten wir jetzt die dummen Red. So, ich glaube, ich verkaufe einfach die Red-Tickets jetzt. So, ich krieg sie schon wieder irgendwie. Es ist ja nur ein bisschen Geld, ne? Das kriege ich schon wieder. So. Also, bevor ich jetzt hier die Red Tickets und dann ständig drauf gehe, weil ich sie nicht gepackt kriege, dann kann ich sie auch verkaufen. So, 6 und hier auch ein Red Ticket D. So. Jetzt habe ich nirgendwo mehr Red Tickets. Und jetzt kaufe ich nur noch hier mal eben D-Misc. 1, 2 Grüne. So. Und damit gehe ich jetzt puff nach Sand zu sonst was. Und werde nochmal jetzt hier mein Glück versuchen und diese Brain Eater zu killen, die relativ primitiv sind, wenn die mal hier ihre ganzen Sachen durchhaben. Alles klar. Gibt immerhin 500 Gold. Du kannst casten, du kannst gar nicht casten, weil du schläfst. Aber Bosch kann ich aufwecken. Okay, und dann gehen wir da wieder weg, weil ich will das Ticket nicht gleich wieder verlieren. Und wo ist das Inn? Da ist das Inn. Genau. Und irgendwo gab es ja dann auch noch die anderen Tickets. So, jetzt machen wir erstmal das Grüne fertig. So. Und wenn ich dazu jetzt ein paar Mal noch rumreisen muss, ne? So. Und da geht es nach Tundara. Und wo bin ich jetzt?
Und in Tundara. Nein, will ich nicht. Hier geht's nach Vulkania. Und in Vulkania. Ging's nach dem letzten. Wo sind wir? Dort. Hopp. Und hier gibt es nur irgendwelche Friars. Alles klar. Attack. Zack. Weg. Weg. Shoot. Weg. Alles klar. Und das sind 1500 Gold. Hier ist sogar noch besser. Da kannst du eine ganze Latte von grünen Tickets nehmen, um hier Geld zu generieren. Also Geld sollte überhaupt kein Problem sein. Man nimmt einfach das Ganze so. Ich hätte jetzt, glaube ich, sogar auch die 50.000 für die Gilde hier. Ja, die hätte ich sogar. Die könnte ich jetzt so... Ja, ich habe kein Ticket mehr, das ist gut. Könnte ich jetzt hier sogar dem Typen geben, ne? The Local Mage Guild, 50.000, pay. Yes. Und jetzt habe ich immer noch 9.000, alles klar. Und damit kann ich jetzt sogar zur Mage Guild gehen, aber die hat wahrscheinlich keine Skills. Hier, 8 und 9, Level 8 und 9 fehlen mir die Spells, okay. Okay, gut. Wo ist denn das Inn jetzt nochmal? Hier, da oben ist es. Nein, wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zum Inn. Und einchecken. Yes. Okay, eingecheckt. Alles klar. Und jetzt setze ich hier ein Beacon. Pass auf. Wie machen wir das jetzt? Damit wir hier auch schnell wieder zurückkommen. Das konnte der Bosch, konnte das, ne? Lloyds Beacon 2.6. Set new, teleport to last. Okay, set new. Alles klar. Dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ob ich das auch behalte, wenn ich hier gespeichert habe. Ich hoffe mal, dass da das behält, auch wenn ich das gespeichert habe dort. So, jetzt haben wir die grünen Tickets. Jetzt muss ich gucken, wie komme ich jetzt an die... Reisen wir mal zurück den Weg. Wo gab es jetzt noch mal die gelben Tickets? Genau. Ich glaube, die gab es direkt in dem zweiten, ne? In Sanso sonst was Dingens. Nein. Zurück nach Sanso, sonst was Dingens. Und hier ist der Store. Ich glaube, hier gab es die direkt. Misc Items. Ja, genau. Gelbe Tickets. Hier habe ich schon gemacht. 1, 2. Das heißt... Mein jetziges gelbes Ticket muss ich in Sanzio sonst wo's machen. Also gehen wir mit unserem Zauberer und probieren mal, ob wir zurückbeamen können. Teleport to last. Tada! Und ich befinde mich in Atlantium. Sehr gut. Das wollte ich doch.
Und jetzt mit dem gelben Ticket kann ich gegen Warrior Boss kämpfen. Alles klar. Attack. Oh, die greifen mich vorher an. Das ist blöd. Oh, und außerdem war ich nicht ausgeruht. Das ist noch doofer. Aber zwei Stück reichen aus, um einen wegzuhauen. Und wahrscheinlich darf er jetzt auch seine Blitze einsetzen. Jawohl. Und Dr. Watson kann mal anfangen und darf Garibaldi hochheilen. So. Wie gut, dass die jetzt nur Einzelangriffe haben, ne? Und jetzt ist Bosch wieder dran. Nein. Wir machen das anders. Und damit sind sie fertig. 5000 Gold. Und jetzt geht's noch zurück zum Nein, Moment. Gerade noch mal gucken. Cast. Lloyd's Beacon, ist das noch da? Teleport Last. Ja, ist immer noch da. Gut. Das ist gut. Dann kann ich hier jetzt auch mal resten. Das ist gut, dass dieses Beacon immer noch da ist. Ich wüsste nur gern, wo ich das mal sehen kann, wohin das eigentlich führt, das Beacon, aber wahrscheinlich macht er das nicht, ne? So, und jetzt geht's zurück nach Middlegate. Und da. Ab in hinein und wir kriegen ein paar Ninjas, die alle vor uns dran sind, die aber kaum was treffen. Und dafür treffen wir. Und dafür sind sie teilweise immun. Gut. Ach, Garibaldi ist auf 30 sogar runter. Ja, den muss ich sogar gleich mal anhauen hier. Shooten auf D. Fighten auf D. Nochmal ein Blitz. Jawohl. Garibaldi ist wieder geheilt. Und damit ist er auch weg. Nochmal Geld. Und jetzt haben wir keine Tickets mehr. Jawohl, damit haben wir die. Achso, da geht es nicht durch. Geht nur hier durch. Stimmt. Damit haben wir die gelben Tickets hier auch in allen dreien behandelt. Die Frage ist, was machen wir als nächstes, ne? Nachdem wir jetzt die grünen und die gelben Tickets behandelt haben, den Castle Key haben, ich war jetzt an allen Ecken und Enden. Ich könnte mir nochmal schnell, ja Moment, ich war noch nicht ganz an allen Ecken und Enden, ich könnte mir nochmal schnell die Zauber nochmal holen, die in dem vorletzten waren, genau. Cast, ab zu unserem Beacon. Teleport hin.
Ja, das ist geil mit dem Biegen. Jawohl. Also, das finde ich echt super, dass das hier in das Spiel reingenommen worden ist. Wirklich so ein Teleport, wo man halt sich das letzte Mal hinbewegt hat. So, ich muss nach Vulkania. Und in Vulkania gab es, glaube ich, nämlich auch eine Mage Guild. Hier gab es den Mage, der wollte 10.000 haben. Jawohl, das zahlen wir dir nochmal. Das haben wir nämlich. Hab gerade eben nämlich Geld gekriegt. Und hier haben wir die Mage Guild. Und okay, Stufe 6 und 7 habe ich halt noch nicht. Aber dann bin ich schon mal in der Mage Guild, bevor mir das Geld nachher weggenommen wird. Und wo geht's noch hin? Tundara, können wir noch mal zurück? War hier auch irgendwie eine Art Mage Guild? Ja, da war ich drin gewesen in der Mage Guild. Genau, damit bin ich jetzt auch in allen Magier-Gilden drin. Dann muss ich nur aufsteigen und dann kann ich die nächsten Zaubersprüche auch lernen. Ne? Ja, meine ich. Genau. Gut. Travel nach Vulkania? Nein. Ich würde sagen, ich gehe. Nein, ich gehe zurück. Ach, Sansobar, klar. Sansobar ist Sansibar, ne? Und noch hier lang. Und dann bin ich wieder. Hier, wo alles angefangen hat, in Middlegate. Und dann kann ich von hier aus jetzt die Quests weiter in Angriff nehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es endlich mal raus aus den Städten in die freie Welt geht. Bis denn, sagt der Captain.